Wir wollen uns heute mal die Xbox Game Bar auf dem PC bzw. unter Windows ansehen. Ihr seht die hier auch schon. Ich habe die gerade geöffnet. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie schon eingangs erwähnt, wir sehen uns heute die Xbox Game Bar an. Und die öffnen wir grundsätzlich mit der Tastenkombination Windows-Taste plus G. Falls die sich bei euch nicht öffnet, liegt das daran, dass sie vielleicht erst eingeschalten werden muss. Also ihr findet hier in den Systemeinstellungen unter Spielen den Bereich Game Bar. Und dort kann man unter anderem ein- und ausschalten, dass sich die Game Bar auch mit dem Controller öffnet oder dass sie sich überhaupt öffnet unter Umständen. Verwandte Einstellungen, Grafik, das hat damit erstmal nichts zu tun. Und dann gibt es hier noch Tastenkombinationen. Und um die zu bearbeiten, sollen wir zu Start Game Bar Einstellungen wechseln oder eben das Ganze direkt in der Game Bar selber durchführen. Also, wir schließen die Einstellungen, wir öffnen die Game Bar mit Windows-Taste und G und hier werden uns jetzt verschiedene Fenster geöffnet, die wir halt auch aus jedem Spiel aufrufen können. Und hier haben wir einmal die Controller Bar. Spiel mit Controller starten. Wenn Sie über einen Controller verfügen, drücken Sie die Xbox-Taste von Ihrem Desktop, um schnell wieder zu Ihren Lieblingsspielen und Gaming-Apps zurückzukommen. Alles klar. Hier sind also verschiedene Games und Game Stores abgelegt. So kommen wir wieder zurück. Dann gibt es hier das Widget-Menü. Hier gibt es verschiedene Widgets, die wir ein- oder ausblenden können. Ressourcen. Xbox Chat, Social, Leistung, Galerie und vieles mehr. Erfolge, Gruppensuche und dann gibt es sogar noch einen Widget Store, wo wir uns noch zusätzliches Zeug herunterladen können. Microsoft Teams, Play Together beispielsweise und andere Sachen. One-Page-Browser, Game Bar Browser, naja, wer es braucht. YouTube Game Bar Overlay wusste ich persönlich auch nicht, dass es hier noch so viele Widgets gibt, die man installieren kann. In der Game Bar. Sehr interessant, ist aber doch übersichtlich. Bin jetzt am Ende angekommen. Vorheriges Widget anzeigen. Widget Menü. Ja. Widgets. Nächstes Widget anzeigen. Leistung aufzeichnen. Pipapo. Ah, hier können wir also quasi die Widgets, die wir gerade aktiviert haben, die können wir hier öffnen. Xbox Erfolge, Xbox Gruppensuche. Dann gibt es hier außerdem noch eine Uhrzeit. Ich schließe das Widget-Ding mal wieder. Durchklicken, aktivieren. Einstellungen, die gucken wir uns gleich noch genauer an. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Home-Menü, machen die Einstellungen nochmal zu, gucken uns an, was es hier noch so gibt. Den Xbox Social-Bereich, zuletzt gespielt mit. Naja, ich spiele auch relativ wenig online. Mein eigenes Menü. Freunde, Follower, Profil anzeigen. Das öffnet sich jetzt in der Xbox-App. Da haben wir das vollständige Profil. Wir wollen aber wieder zurück in die Gaming Bar. Das ist das Xbox Social Fenster. Dann gibt es hier noch verschiedene andere Fenster, nämlich Leistung. Da können wir uns auch durchklicken. Wir sehen, was die CPU leistet, wir sehen, was die Grafikkarte leistet, wir sehen, was der virtuelle RAM leistet und der reale RAM. Spiel starten, um Frames per Second Informationen zu erhalten. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, Diagrammposition, links, rechts, Anheftdesign, Akzentfarbe, Metriken. Also wir können hier bestimmte Funktionen
Ein- und Ausschalten. So können wir alle Widgets offensichtlich auch konfigurieren. Kontobenachrichtigung, Barrierefreiheit. Ne, ihr seht, was ich gerade gemacht habe. Also wir können auch diesen Bereich hier konfigurieren. Dann gibt es den Bereich Audio. Hier können wir die Lautstärke einstellen, die Mikrofon, Spracheingabe, Standardkommunikationsausgabe, Mikrofon etc. All das kann man unter Audio einstellen. Wir können Fenster auch schließen. Ich glaube, die werden beim nächsten Neustart dann wieder angezeigt. Ich weiß es gerade nicht genau. Und dann gibt es hier noch ein interessantes Widget, nämlich das Aufzeichnen Widgets. Meine Aufnahmen anzeigen. Ich benutze dafür eine andere Software. Screenshot erstellen. Die letzten 30 Sekunden aufzeichnen. Ihr seht hier auch die jeweiligen Tastenkombinationen, die wir dafür brauchen. Aufzeichnung starten. Windows-Taste, Alt und R. Sowie Mikrofon während Aufzeichnung einschalten. Das geht auch. Schade, dass ich hier jetzt keine Einstellungen habe. Vielleicht finden wir das aber über das Einstellungen-Menü, das wir uns ja auch noch ansehen wollten. Allgemeine Einstellungen. Hier gibt es Neuigkeiten, Tipps anzeigen, wenn ein Spiel gestartet wird. Das kann ich testweise mal aktivieren. Dann hier Notifications. Ask me for feedback about the app on this device. Nö, brauche ich eigentlich nicht. HDR-Notifications, Notification-Sounds können hier stillgeschalten oder ausgeschalten werden. Hide-Notifications, when I'm playing a Fullscreen-Game. Weiß ich nicht. Dann hier Widgets. Deaktiviert alle Audioaufzeichnungen im Bereich Audio-to-Record-Widget. Alle Spiel. Dann hier verschiedene Xbox-Notifications. Ob da Töne für abgespielt werden sollen oder nicht, das können wir, denke ich, hier einstellen. Verknüpfungen. Ich habe keinen Xbox-Controller, deswegen macht es auch keinen Sinn, das anzumachen. Kann das auch ausschalten. So, dann kann man hier eigene Tastenkombinationen festlegen, falls einem die voreingestellten aus irgendeinem Grund nicht zusagen. Personalisierung. Da kann man Widgets fixieren. Widget-Layout. Animationen in Spieleleiste anzeigen. Dann gibt es noch die Gaming-Funktionen. Ihr System ist für DirectX 12 Ultimate bereit. Wir können HDR verwenden oder auch nicht. Können wir hier einstellen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Was mich jetzt interessieren würde, wo wir die Aufnahmequalität einstellen können. Bei mir ist das aber wahrscheinlich deaktiviert, weil ich halt GeForce auf meinem Rechner installiert habe, GeForce Experience. Damit mache ich eigentlich die meisten meiner Aufnahmen möglich, dass sich das beißt und dass die Funktionen deswegen abgeschalten sind. Also im Wesentlichen war es das jetzt, denke ich. Freunde suchen, Party starten, zuletzt gespielt mit Nachricht senden, Xbox Social. Ja, hier können wir noch uns mit verschiedenen sozialen Netzwerken in Anführungsstrichen verbinden. Twitch, Discord, Reddit, Steam. Datenschutzeinstellungen können wir hier noch vornehmen. Benachrichtigungen können wir noch einstellen. Barrierefreiheit für Spiele. Und das war's. Damit sind wir durch. Damit haben wir die Xbox Game Bar besprochen. Was haltet ihr davon? Nutzt ihr die oder was nutzt ihr für Programme? Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar zu dem Thema, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.